Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ich euch mal wieder ein Video präsentieren kann und ja, lange Zeit gab es nichts auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt wenigstens Community-Tab lesen können oder wart auf dem Discord, dass ihr ja Bescheid wusstet, was bei mir so los ist. Ich hatte gesundheitliche Probleme, mir ging es überhaupt nicht gut und da war gar nicht dran zu denken, irgendwie YouTube-Videos zu machen oder so. Und ja, ich bin langsam wieder, ja, es geht bergauf, sage ich mal, ich bin noch nicht bei 100%, versuche aber langsam wieder Content für euch zu machen und ja, hier mache ich einen kleinen Anfang mit Demio. Und ja, vorab muss ich noch sagen, ich weiß nicht, ob ich nochmal dazu komme, so viel Content wie in der Vergangenheit zu machen, aber ich versuche auf jeden Fall immer mal wieder ja Livestreams oder aber auch Gameplay-Videos aufzunehmen. Ja, ich wurde gefragt, ob ich Demio testen möchte, das neue Update, Fluch des Schlangenherrn oder auch The Serpent Lord genannt. Habe ich natürlich direkt zugesagt. Nachher ist auch der DeLorean787 dabei. Sein Kanal ist unten in der Beschreibung. Definitiv mal drauf gehen und auch ein Abo da lassen. Da freut er sich bestimmt. Aber ich wollte ja, mal ganz kurz hier ein bisschen was auch zu meinem Status sagen und auch ja, zu dem Update jetzt selber. Wir haben einen Wüstensetting. Wir haben auch einen neuen Charakter. Das ist, ja, der Warlock, die Warlock, weil es ist eine Hexenmeisterin, ne? Hier sehen wir sie, die Figur. Sie hat auch so eine Kampfkatze dabei, die da mitwirkt. Man kann Teleport-Tore öffnen, man kann eine Astralbarriere um, ich glaube, sich selber und auch seine ja, Verbündeten ziehen, damit die dann geschützt sind. Wie genau das alles abläuft, muss ich noch gucken. Ich habe noch nicht reingespielt. Ich bin jetzt das erste Mal im Game. Zeitlich, deshalb mache ich zeitlich auch jetzt hier direkt in VR die Ansprache. Es ist ein bisschen einfacher. Und hier kommen wir mal zu der Story. Ich hoffe, ich kann es jetzt vernünftig durchziehen und lesen für euch. So, Fluch des Schlangenherrn. Die Anhänger Itztirs wollten nur Frieden, um ihren Schlangengott Itztir anbeten zu können. In der Wüste Rond errichteten sie das Dorf Itzteria, ein geschütztes Heiligtum. Aber als sich Itztir eines Tages manifestierte, wurde die Dunkelheit befreit und verwandelte Menschen in schreckliche Wesen mit Reptilienhäuten. Der Elfengeist Ralma ruft euch jetzt um Hilfe gegen diese Bestie. Aber in Itzteria ist noch etwas anderes, ein dunkles Wesen, das die Fäden zieht. Die Hydra. Dieser falsche Gott ist keine normale Hydra, sondern nur eine Fassade, die den Schlangengott Itztir imitiert. Die Hydra lässt sich nur von Alpharak beherrschen und folgt jedem seinen dunklen Wünsche. Und sie tötet alle, die sich ihrer Macht nicht ergeben. Ja, das erstmal zur kleinen Story von diesem Update jetzt hier. Ich bin gespannt, wie die Karte aussieht. Wir werden nicht so viel Gameplay zeigen. Ich versuche mal, ja, weiß ich nicht, vielleicht 30 Minuten Gameplay zu zeigen, dass ihr so ein bisschen auch Einblick da bekommt. Auch was hier die Warlock kann. Ja, hier haben wir die Karten. Die Karten vom Warlock. Animalische Attacke. Genau, das ist diese Kampfkatze Kana. Dann haben wir einen magischen Schlag. Astralschlag, Ruf des Meisters, schieße ein Magieprojektil. Ja, genau. Und das sind die Sachen, die auch nie ja, vergehen, sage ich mal. Die haben wir immer, diese Karten. Und die sind halt dann irgendwann auch weg. Die muss man sich dann neu besorgen. Ja, ich bin gespannt. Und ja, das war es erstmal mit der Ansprache. Und ja, jetzt kommen wir zum Gameplay und ich hoffe, dass der DeLorean gleich dabei ist. Also, bis gleich. Ja, Markus, jetzt haben wir hier die neue Karte. Ja, das schaut schon mal nice aus. Ist aber auch neu, dass hier eine Truhe direkt am Anfang steht, oder? Das stimmt allerdings, ja. Habe ich vorher noch nie so gesehen. Gucken wir mal, was da drin ist. Wasserflasche. Okay, kriegen wir beide. Ja gut, das ist ein Wüstensetting, dann passt das ja, ne? Genau, das brauchen wir unbedingt. Trinken heilt. Wir werden durstig sein. Werfen durchweicht ein Ziel oder den Boden. Aha. Also kann doppelt genutzt werden. Mhm. Interessant, ja. Ja, werden wir ausprobieren.
Ich kenne jetzt ja generell den neuen Charakter noch gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken, was der hier so dabei hat. Wirbelsturmhymne. Ah, genau, du hast den Sänger, ne? Diesen. Genau. Diesen richtig. Baden, ne? Gucken wir mal ja, hier den Baden an. Sieht eigentlich cool aus. Du hast aber ein bisschen viel gegessen, ne? Ja, ein bisschen dicke, so. Gut genährt. Ja, und ich habe hier die Warlock, die Oana, die jetzt mit dem neuen Update reingekommen ist. Ja, sehr nice. Die schaut auch cool aus. Und du hast hier sogar so einen Hund dabei. Genau, oder so eine Kampfkatze habe ich eben genannt. Kana. Die ist immer dabei. So. Ich konnte jetzt gerade noch nicht... Genau, ich konnte jetzt gerade noch nicht öffnen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die jetzt öffnen können. Ah, ja. Schauen wir mal rein. Oh. War gerade ein bisschen deplatziert. Ja, ich auch. So, das schaut ja richtig nice aus hier. Erstmal umgucken. Also vom Setting her sieht's cool aus, ne? Ja. Muss man sagen. Sehr hübsch. Aber hier würde ich echt begrüßen, wenn es so einen richtigen Fan-Editor geben würde, ne? Das stimmt allerdings, ja. Das wäre schon richtig cool, aber wer weiß, vielleicht kommt es noch. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt hier kein Profi in dem Game, ne? Ich habe es vielleicht ich auch nicht. 3-4 Mal gespielt, also müsst ihr verzeihen, wenn wir da jetzt nicht so wirklich gut drin sind. Aber wir spielen einfach just for fun, ne? Wir geben unser Bestes. Genau. Ja, wo sollen wir lang gehen? Sollen wir erstmal. Also das kann man wahrscheinlich kaputt machen hier, denke ich mal. Aber wir gehen einfach jetzt mal stark, wir gehen da runter. Wir gehen genau. Die Treppe runter, erstmal, ne? Hier easy runter, genau. Gucken mal, was das so Schönes auf uns wartet. Genau. Dein Hund folgt dir unauffällig. Was ganz gut hat, man einen Verbündeten dabei hat. Ich stelle mich gleich mal hier hinter dem Felsen. Let's begin. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier die Treppe hoch. Da ist auch schon was. Okay, ein Spinnenei und ein Schleimling und eine Kiste. Dann würde ich sagen, greife ich den Schleimling an. Richtig, der hält eh nicht viel aus. Beim Würfeln habe ich in dem Game so viel Pech. So. Ich glaube, Spinnenei ist immer schlecht, wenn man es kaputt macht, weil dann kommen Spinnen raus, oder? Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich meine schon, ne? Wo war das? Ja. Okay, machen wir die Kiste auf. Gucken, was uns hier erwartet. Neue Karte. Teleportation. Mhm. Und du hast noch eine Wasserflasche bekommen. Ich habe 2 Wasserflaschen. Okay. Ja, komm, dann werden wir mal hier durchgehen. Da bin ich echt gespannt dann auf den Effekt. Eine Eislampe, okay. Oh, hier ist ein Elfenmystiker. Ja, der hat 5 Life. Ich hoffe auch, dass wir jetzt wirklich eine Chance hier haben, weil die letzten Matches, die ich hatte, die waren so hart. Oh, der kommt gleich. Wie sieht er mich so direkt? Ich habe mich doch da versteckt. Der kriegt direkt was. Geht ja, das? Hau Geht ihn das? Auf die Mütze. Ich komme gar nicht ran. Das heißt, ich muss einen vor. Und so. Komm. Ach nein. Ach nee, ja genau, so geht's mir auch. Jetzt treffe ich dich auch noch wahrscheinlich. Nee. Okay. Ein Schuss ins Leere. So. Jetzt musst du angreifen, würde ich fast sagen. Ja, richtig. Ein Wirbelsturm, der sich zufällig bewegt. Heilung. Du kannst auch direkt angreifen, ne? Ja, ich kann auch direkt angreifen. Stärkt, ich habe sogar eine Karte hier, stärkt den Mut eines Verbündeten in 3 Phasen. Genau. Ich greife den jetzt einfach mal direkt an. Da ist der Bade halt gut, der kann halt die Verbündeten gut unterstützen. Ja, richtig. Totaler Supporter. Und gleich nochmal. Dann ist er sowieso weg. Vielleicht haben wir Glück, dann ist er weg. Ja. Jawohl, sehr gut. Niemand hat eine Chance gegen uns. Auch der hat Kraft, der haut zu ordentlich hier mit seiner Gitarre. So, Geld mal einsammeln, ne? Auch ganz wichtig. Kann ich den jetzt, den jetzt auch irgendwie schon bewegen? Nee. Ich glaube, der ist einfach auch nur Unterstützer, ne? Ja, ich habe eine Karte, dann animalische Attacke. Vielleicht wird der dann auch angreifen, wenn er dann Ziel sieht. Befehlen, ja. Oh, hier haben wir ja ein richtiges
richtigen Goldhaufen gefunden. Mhm. So, was haben wir denn da unten? Was ist denn das hier? Sandhaufen. Oh, da unten geht's aber los. Ah, der greift automatisch an. Okay. Tapferkeit 1 hat er. Gut. Stelle ich mich mal hier. Sieht schon cool aus, die Katze. Pass mal auf, jetzt schicke ich da mal diesen Wirbelsturm runter. Den will ich jetzt mal ausprobieren. Go and recap. Anhänger Itztias. Und der bewegt sich jetzt irgendwie zufällig, genau. Okay, der Roy. Oh, die hauen ab. Oh, der. Der geht auf dich, auf den Hund los. Der soll bloß meinen Kahn in Ruhe lassen. Aber echt, hä? Immer auf die Kleinen. Und jetzt? Okay, und jetzt können wir nochmal. Kann ich den. Den kann ich nicht angreifen von da, oder? Doch. Komm, 2. Jawohl! Der sollte weg sein. Jetzt gar nicht mehr gebraucht für 2 live. Und eine Wasserflasche gekriegt. Nicht schlecht. Trinken halt oder werfen oder durchbrechen. Da ist verschlossen. Ah, da müssen wir dann quasi wahrscheinlich in die nächste Ebene, ne? Da müssen wir einen Schlüssel holen, okay. Schaut fast so aus, genau. Okay, pass mal auf. Unten ist jetzt noch der Elfenmystiker mit 3 Leben. Hau doch mal auf die Öllampe. Kannst du da drauf schießen oder geht dann? Du hast nichts zum Schießen, ne? Nichts zum Schießen. Ah, okay, okay, schade. Das müsste ich gleich machen mit meinem Zauber. Ja, dann pass auf, dann verstecke ich mich hier. Achso, ich muss 2-mal gehen. Du kannst auch die Runde einfach beenden, glaube ich, auf dem Button, wenn du auf dem Button hältst. Auf dem Button? Ja, A oder B, ich weiß es jetzt nicht, was es war. Ah, Runde wird beendet, genau. Der kommt jetzt halt hier zu mir. Und der kommt zu dir, ja, aber ich versuche jetzt direkt. Und ich gehe mal stark davon aus, auf diese Sandhaufen sollten wir nicht draufsteigen, oder? Glaube ich auch nicht. Boah, das war gut. Mhm. Nur, ja, jetzt haben wir 2 kleine Spinnen, aber gut. Die kriegen wir platt. Die kannst du jetzt gleich auch angreifen, genau. Mich jetzt so nicht hin mit einmal, dann sammle ich einmal das Gold ein. Ach, da ist noch ein Skorpion. Bitte. Okay. Warte mal. Pass mal auf, jetzt probiere ich mal diese. Warte mal, wie viel Life hat der? 4, 2, 2. Hast du irgend so eine Flächenattacke, wo du mehrere angreifen kannst? Ja, Astralschlag, aber das sind zu wenig Gegner, um das jetzt zu machen, würde ich sagen. Die kriegen wir schon zusammen hin, denke ich mal. Mal auf, dann gehe ich jetzt einfach mal auf den Skorpion los. Direkt. Genau. Und hoffe, dass ich einen 2er würfel. Das wäre gut. Oh, ich sehe den Würfel nicht. Nee, 1er. Okay, 1er ist besser als nichts. Und der hat sogar einen Schlag blockiert. Oh, dein Wirbelsturm hat ja gut aufgeräumt. Ja, der kommt da wirklich auf. Der bleibt auch lang. Oh nein. Oha. Ist egal. Gehe ich dann natürlich voll in der Falle hier. Mist. Okay, ich muss nach hier und... Was ist denn dieses rote Zeug da? Das kriegst du, glaube ich, nur mit Feuer weg. Ja, ja, das ist Verderbnis. Durch den Verderbnissplitter. So, der ist weg, das ist gut. Weg. Ich muss gleich... Ja, Kana hat sich schon geheilt, okay. Ich glaube, ich schieße gleich mal auf die Öllampe, dann wird dieses rote Zeug auch, weil der breitet sich immer weiter aus, ne? Ja. Mach das mal, ich gehe jetzt hier auf die Spinne. Mach die andere auch noch weg. Ach so, heilen kann ich mich ja, das zieht ja keinen Zug ab, ne? Ne, genau. Dann heile ich mich mal schnell. Dann machst du jetzt hier den Kammerjäger gerade, ne? Genau, richtig. Oh, Totenkopf, scheiße. Okay, dann werde ich als erstes jetzt auf die Spinne schießen, auf die Spinne schießen. Die macht schon Schaden, hey, 2. So ein kleines Ding, hä? Oh Mann, jetzt bin ich auch noch geschwächt. So. Unleashed.
Sehr gut. Und jetzt kann ich noch... Nur ich weiß nicht, ob das uns jetzt trifft, wenn ich da drauf schieße. Das wäre blöd, ne? Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Das wäre tragisch. Könnte uns treffen, muss aber nicht treffen. Ah komm, ich versuch's. Ja. Risiko. Da ist nämlich noch ein Skorpion hinter der Mauer. Ja, ich weiß schon, ich sehe schon. No risk, no fun. Ja, oh, das war schon fast klar. Aber das war gut. Das war gut, ja. So, Skorpion weg. Genau, dann sollten wir den auch direkt... Oh, da hinten ist auch noch einer. Ja, ja, der hat mich ja hier geschwächt, der Typ. Ach, der hat dich geschwächt, okay. Der hat mich geschwächt, ja, der hat 8 Leben. Oh, Mann, pass mal auf. Ja, zieh dich am besten zurück. Ja, ich stärke dich jetzt und dann zieh ich mich zurück. Ah, ne, ich komme nicht zu dir, Mist. Pass mal auf. Ich mach das jetzt so. Ich verstecke mich hier. Monster. Und kann dich aber nicht mehr. Okay. Ich habe nämlich nur noch 3 Leben. Aber ich habe ja 2 Wasserflaschen, also ich könnte mich ja damit auch nochmal heilen. So, Kana, greif an. So, und jetzt... Astralbarriere, Teleportation, Astralschlag. Ja, würde ich ungern jetzt verschwenden. Nee, würde ich auch nicht machen. Da kommt bestimmt noch ein Raum, wo endviele Gegner kommen. Komm, Zweier. Oh. Ja. Jawohl, der ist aber auch hier runtergerutscht. Okay, okay. Wenn, jetzt dann kannst du den aber... Auf. Kannst den wegballern. Ich kann Totenkopf, jawohl. Auch Zweier, bam. Boah, der macht 6 Schaden. Mm. Mein normaler Angriff mit dem Zweier. So, was steht jetzt da noch hier? Den Verschlingender Strudel. Lesen. Anhänger ist Tears. Okay, pass mal. Ich muss gleich mal ein paar Karten loswerden. Jetzt will ich mal diesen Stärkungszauber da, also diesen Stärk den Mutzauber. Ja, du solltest aber gucken, dass du dich. Hast du noch eine Trinkflasche? Wasserflasche? Ja, ach so, stimmt, das mache ich als erstes. Ja. Ich kann dir gleich 3, auch noch eine geben. 3 halt Liter Heilung habe ich auch regeneriert mit der Zeit verbündeten LP halt alle Leiden. Okay, das hebe ich mir natürlich auf. Gut, dann heile ich mich jetzt einfach nochmal. Okay, passt. Und dann gebe ich dir jetzt also trotzdem noch den Mut hier. Ich will mal gucken, was das jetzt hat. Macht, weil dann kannst du gleich auf den Typen da losgehen. Ja, mutig heißt, du nimmst 1 Schaden weniger. Ach, 1 Schaden weniger, okay. Mhm. Oh, jetzt geht's aber los hier. Oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt können wir den Astral brauchen. Den Astralzauber. Der viele Projektile verschießt. Astral. Ja, komm, ich probier's. Komm, Zweier. Ja, das wäre jetzt natürlich... Schade. Ja, der ist gar nicht so schlecht. Noch eine Wasserflasche, die knall ich jetzt auf meinen Hund oder meine Katze. Mhm. Die Hundkatze. Ach, nass. Achso, ich dachte, ich kann die heilen. Hm, das ist ja blöd. Ach, shit. Okay, ich dachte, ich heile die damit. Das ist natürlich blöd, jetzt habe ich die... Ja, jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Jawohl, komm, schade. Jawohl. Ah, jetzt hab ich hier Level 2 von Kana. Tapferkeit 7, 2. Sehr nice. Okay. Gut, dann hau ich natürlich wieder hier direkt drauf, weil genau. Ich kann hier so fast gar nichts machen. Was habe ich denn da jetzt bekommen? Oder was hatte ich denn da? Eine zerstörerische Stimme, die Feinde verwirren kann, okay. Brauchen wir jetzt nicht. Aber das Nass ist gut gegen Feuerattacken. Ja, das ist klar, das ist logisch. Ja, das ist einleuchtend, ne? Ja. Okay, der ist eh weg. Dann haben wir erstmal wieder Ruhe hier. Oh, da kommt noch was. Oh, super, wo kommt denn hier? Was ist denn los hier? Ja. Du machst es schon, Sebastian. Ja, klar. Hau komm. Die alle weg.
Aus Zweier. Ah, da war knapp. Ja. Und jetzt? Das war's schon. Das war aber jetzt, Da war eine Karte, die sollte eigentlich irgendwas auslösen. Na super. Na toll, okay. Oh, Totenkopf. Nein. Vielleicht trifft's ja zufällig. Nee. Nein. Das ist klar. Okay. Kana ist abgehauen. Ja, wir müssten jetzt irgendwie gucken, dass wir... Ja, okay, Elf Mystiker ist ja gleich hin, ne? Ja, der ist gleich weg jetzt. Den mach ich weg. Nein, den mach ich nicht weg. Den mach ich nicht weg. Super. Dreh dich halt einfach in den Kreis. So, nochmal. Okay. Das ist mein Würfelglück. Boah, sieht der hässlich aus hier, du. Time for my blade to fly. Okay. 4, 10. Jetzt die Frage, was machst du zuerst, gell? Ich würde sagen, den kleinen. Den kleinen. Unleash pain. Komm, zwei jetzt. Nein. Okay, das ist ganz gut. Wunderbar. Das können wir auf den drauf gehen. Dann hoffe ich mal, dass wir mal weiterkommen hier. Schauen wir mal. Dann kommt die nächste Welle. Und gleich nochmal. Komm, Zweier. Sehe ich den Würfel nicht mehr. Einser. What would the monsters do next? Ja, da kommt schon der nächste. Oh, du. Mhm. Und der macht jetzt hier irgendwas mit diesem komischen Verderbniskern. Oh, die greifen aber hier gut an. Shit. Also der Bade hier, der ist tatsächlich dann nur gut, wenn du eine größere Gruppe bist. Denke ich. Ja, ja, ja. Hängt eigene Zauber und Projektile ab, das nützt jetzt auch nix. Na komm, ich muss angreifen. Du hast auf jeden Fall keinen Flächenzauber mehr oder so. Nee, nee. Na gut, dass du den. Ja, zwei krieg ich bestimmt weg. No. Super. Hättest doch auf den anderen hauen können, da, blöder Hund. So, jetzt musst du... Okay, dann ja, mach du den mal weiter da. Ja, ja. Dass der Große wegkommt. Komm, zwei Schwerter. Nein. Ich hab da kein Glück. Du warst dann echt nicht. Aber drei mit einem Einserschwert ist ja auch schon nicht schlecht. Ja. Also, zuhauen tut er gut. Oh, lasst mir Kana am Leben. Lasst mir Kana am Leben, Leute. Ja, ja, das überlebt dann wunderbar. So, Heiltrank für Kana. Na, ich hau mir jetzt dann auch nochmal eine Wasserflasche rein. Komm, Kana. Komm, Kana. Komm, jetzt ein Zweier, dann könnte er weg sein. Ah. Nö. Hätte, Fahrradkette. Gut, dann klatsch ich ihn weg jetzt hier. Genau, do it. Do it now. I do it hard. Yeah. No escape. Okay, jetzt können wir weitergehen. Boah, ja. So, erstmal Gold. Genau. Und dann gehen wir mal hier hoch. Weil wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo wir hin müssen. Genau. Und da müssen wir einen Schlüssel jetzt suchen, ne? Richtig. Ja, dann zur nächsten Tür, mal, ne? Wenn wir jetzt da die Tür aufkriegen. Ja. Monster-Tank.
Oh, da kommt schon was. Reptilischer Magier. Mhm. Let's begin. Okay, der hat jetzt hier so einen Verderbniszauber wieder genommen. Du kannst hier runter machen, okay. I'll move the monsters now. It's my time now. Okay, it's my time. So. Lass mal die da draußen mal Monster sein und so. Machen hier und machen unser Ding. Macht das Sinn, den Verderbnissplitter wegzumachen? Mal gucken, was das hier ist. Ich weiß es ehrlich nicht. Immunitäten, so. Vergiftet, bla 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 bla. Oh nein! Ich wollte doch die Kiste. Achso, die kann ich jetzt nur aufmachen, wenn ich direkt davor stehe, gell? Wahrscheinlich, ja. Okay. Ja. Den weg, da hat mir wehgetan. Außerdem wollte ich mich eigentlich heilen. Ah, jetzt sollte er weg sein. Das Gute ist, die Katze, die steigt immer im Level. Jetzt hat sie 2 und gleich hat sie auf 3. Mhm, das ist sehr nice. So, jetzt heile ich auf jeden Fall. Ja, jetzt heile ich mich mal und... Die Kiste kann ich aber nicht aufmachen, glaube ich so. Ja, da müssen wir wahrscheinlich das Ding erst wegmachen, diese Verderbnissplitter. Ja, es ist die Frage, so direkt da drauf springen. Ich weiß nicht, ob das so gut das ist. Das weiß ich auch nicht. Ansonsten mach weiter mach das, und mach ich das, genau, mach das mit der Katze. Ja. So, jetzt ist da hinten dieser Typi. Und da ist noch ein Zweier. Den Zweier, den kill ich gleich hier. Den Waldläufer oder was das ist. Genau. Das ist gut, ja. Ja, ist ja schon mal weg. Ich würde sagen, wir lassen ihn kommen und dann schieße ich auf die Eislampe. Oh, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ich versuche jetzt rauszukommen. Renn weg. Lauf, Forrest, lauf. Hier sind die. Dieser Splitter muss weg. Also den Hund ist jetzt nichts passiert. Ne. Splitter. So, jetzt müssen wir echt gucken, dass wir... Gut, okay, pass mal auf, ich mach jetzt die Kiste auf jeden Fall auf. Weil okay, ja, das ist gut. Vielleicht ist da eine gute Karte drin. Genau. Wieso macht er die Kiste nicht auf? Ich muss, glaube ich, direkt auf die Kiste drauf, ne? Das ist der Fehler gewesen. Ah, ich komme nicht ran. Ja, du musst direkt auf die Kiste drauf, ja. Na, super. So. Ach nein! Ach super, ey. Das kommt immer, wenn man es genau nicht braucht. Ja, ja. Wäre eigentlich gut gewesen. Jetzt bin ich direkt hinter ihm. Aber keiner greift an, das ist gut. So, gut. Pass mal auf, den gebe ich jetzt eine mit. Komm, am besten ein Zweier jetzt. Bitte, bitte. Nein. Ach, ist egal. Ja. Ah, wir haben neue Karten. It's the monster's turn. It's my time now. Okay, haut drauf. This will cause some aid. Wunderbar. So. So. Jetzt können wir die Kiste öffnen. Jupp. Mache auf. Pfad entfüllen, okay. Pfad Algas entfüllen. Kampfgeist. Das heißt, ich kann jetzt dann in den nächsten Raum reingucken, ne? Wahrscheinlich, ja. Okay, du bist dran. Okay, da kommt was auf mich zu. Mhm. Das überlasse ich Kana. Achso, enthüllt den Schlüsselträger. Ah, dann sehen wir den direkt auf der Karte, wo wir hin müssen. Genau, richtig. Das spiele ich jetzt dann gleich mal. Sting and Scratch. Wunderbar, der ist gleich weg. Nein, der hat... Nee, doch nicht. Passt schon. Der ist weg, der ist weg. Okay. Gut. Dann enthüllen wir mal hier... Enthülle. Den Schlüsselmeister. Ah, guck mal. Da ist er gleich. Das ist doch cool. Ein Dings weiter. Ja. Okay, dann gehe ich direkt zur Tür. Genau. Ach, der haut ab. Und der läuft weg. Skorpion kommt, super. Hat aber daneben gehauen.
Okay, kann ich von hier aus? Ne, treffe ich den nicht. Das heißt, ich muss erstmal hier hin. Dann kann ich ihm sagen, so, hau mal drauf. Sting and Scratch. Wunderbar. Ach, Panik kriegen sie. Ja. So, hast du noch was zum Heilen? Nee. Doch, ich habe Lied der Heilung, aber das heilt, glaube ich, nur Verbündete. Hymne der Hemmnis. Hemmnis. Nee, das ist auch nichts. Nee, nee. Kann ich gar nicht. Dann solltest du dich ein bisschen zurückhalten, glaube ich. Ja, komm, den Hund mache ich auf jeden Fall weg hier. Ach nee, ich mach nicht weg. Schiete. Dreh dich halt wenigstens zufällig hin. Komm, jetzt Zweier, dann ist es gut. Ach, jawohl. Guck mal. Das ist, glaube ich, mein erster Zweier gewesen jetzt. Okay. Ach, der saugt auch noch hier mehr Energie weg. Das saugt dir Leben aus, der Elfenpriester. Kleiner Mistkäfer. Okay. Ja, ich muss näher ran. Komm, zwei. Komm, Connor. Unleash your wrath. Oh nein! Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt ist er verderbt. Was bedeutet das jetzt, wenn er verderbt ist? Au, ich bin tot. Verdirbt den Geist und erzeugt unprovozierte Aggression und greift Verbündete an. Oh nein. Super. Ja, du kannst jetzt nochmal rausgehen und dann wieder neu joinen. Das geht. Das geht, oder was? Ja, dann kannst du in Raum 57, dann kommst du nochmal auf die Karte neu. Das kannst du machen. Okay, dann machen wir das. Ich versuche jetzt mal hier weiter. So, dann Spiel beitreten. Ich ziehe mich jetzt hier mal zurück. So, und schieß gleich auf die... Wunderbar. Auf die Eislampe, wenn die hier reinkommen. Komm, Kana, komm. Okay, dann komme ich jetzt auch. Achso, bei mir steht aber immer noch K.O. Echt, geht das nicht mehr? Nee, der steht jetzt zwar, aber steht noch K.O. da. So, jetzt ist die Frage. Also, das ging auf jeden Fall mal. Geheilt, okay. Also, du bist komplett raus aus dem Spiel und wieder rein? Ja. Und, okay, dann geht's nicht mehr. Okay. Dann müssen wir erstmal so. Also, du meinst komplett das Spiel verlassen, meinst du jetzt? Ich versuche dich wieder zu heilen. So. Passt, gut. So, am besten erst erstmal weg. Jetzt schlägt dich dein Hund die ganze Zeit. Ja, aber der ist jetzt weg, diese Verderbtheit oder wie das auch immer heißt. So, Zug überspringen. Alright. Monster Time. Obwohl ich hier eigentlich noch was mitgeben hätte können. Ah, warte mal. Oh je, oh je. Nein, oh nein. Die haben aber... Jetzt kriegen wir hart. Jetzt ist wir am Arsch. Ja, super. Das haben wir toll gemacht. Junge, Junge, Junge. Das ging aber jetzt schnell am Ende. Yep. Ja. Das haben wir so schön den Schlüsselmeister gefunden. Ja, aber wenn man mit nur zwei spielt, ist das echt schwierig, ne? Weil wenn einer schon down ist und der andere dann auch schon hart angeschlagen ist. Aber gut. Finde ich auch, aber ich... Ich kenne tatsächlich einige Leute, die spielen das hier easy alleine durch. Ja gut, aber ich glaube, wenn man Solo spielt, kann man noch andere Figuren mitsteuern, oder? Da spielst du, glaube ich, dann alle Figuren. Glaube ich, so war das irgendwie, ja. Ja, ja. Genau. Ja gut. Spiel verlassen. Ist jetzt aber halt dann hätte ich auch gesagt, dann reicht's, oder? Für den kleinen Eindruck hier. Ja, genau. Mehr wollten wir ja auch nicht zeigen, ne? Richtig. Also uns war schon klar, dass wir nicht zum Endgegner kommen mit zwei Manikes hier. Auf jeden Fall. Aber wir haben schon mal viel zu wenig. Die neuen Gegner gezeigt, die neue Map auf jeden Fall. Diese Warlock-Figur. Richtig. Was sie so kann. Also finde ich ganz gut mit dem Hund. Also ja, ich glaube, wenn man eine coole Truppe hat mit vier Leuten, kann das ganz gut werden, ne? Wenn die sich gegenseitig alle unterstützen. Auf jeden Fall, ja. Na guck mal, wir hatten jetzt alle eher so eine fast, ja... Supporter-Klasse hattest du. Meine ist so ein Mix aus allem. Ja. Da hätten wir noch irgendwie so einen richtigen Krieger haben müssen, ne?
Der Krieger, der wäre natürlich richtig gut, wenn der dabei ist. Ja. Na gut. Definitiv. Ja, Leute, ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt einfach mal unter die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Definitiv bei DeLorean, dem Markus, auf den Kanal gehen. Ne? Unten in der Beschreibung ist alles verlinkt. Und lasst ein Abo da. Ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.